Ich habe gerade parallel angefangen, ein zweites Video zu drehen. Das geht dann, ja, so eine Videoreihe, eine neue, und das wird dann über mehrere Videos gehen und über mehrere Wochen. Herzlich willkommen und zurück auf meinem Kanal. Viel Spaß mit dem Video. Es ist nicht so, wie ich es geplant habe heute. Ich bin früh aufgestanden, um Kinder wegzubringen, Kaninchen zum Tierarzt bringen. Der hat heute seine Zahn-OP, Zähne werden gezogen. Genau, aber ich habe totale Kurzatmigkeit und mir ist schlecht bis zum geht nicht mehr gewesen. Und ja, was soll ich sagen? Ich setze mich mal. Einfach mal hinsetzen. Ja, ich weiß auch nicht. So Kreislaufprobleme, dass ich dachte, ich breche jeden Moment zusammen. Hab ich Mama angerufen, ob sie Zeit hat, aber sie ist am Campingplatz. Dann direkt danach Papa angerufen. Der musste erst noch die Pferde füttern, da dauert es halt alles länger. Mama hätte auch schon einen Kindersitz im Auto gehabt. Das heißt, ich musste dann gucken, wo es mir so schlecht ging, dass ich einen Kindersitz ausgebaut kriege. Jamie kann ja auf der Sitzerhöhung sitzen, da haben wir noch einen Kindersitz im Auto von. Ja, dass ich einen Kindersitz ausgebaut kriege von zwei. Amelie hätte nämlich auch auf Jamies sitzen können, wenn ich den hätte ausgebaut kriegt. Ich habe Amelies geschafft, hat ein bisschen gedauert. Es sah bestimmt auch witzig aus für die Nachbarn, wenn ich da immer kurz versucht habe und dann mich wieder auf den Boden neben das Auto gesetzt habe und neben mir der Eimer stand. Aber ich habe es geschafft. Ja, ich kann auch wieder lächeln, wie ihr seht. Ne? Ich habe auch wieder Farbe im Gesicht. Vorhin waren noch die Lippen weiß, aber Farbe im Gesicht. Jetzt sehe ich eigentlich ganz normal aus. Zumindest habe ich das Gefühl. Genau, dann waren wir gerade noch frühstücken. Papa und ich. Der hat mir netterweise einen ausgegeben. Falls das siehst, Papa, danke. Ja. Jetzt würde ich erstmal mich ausruhen. Wahrscheinlich ein Video schneiden oder nochmal schlafen oder so. Eigentlich hätte ich jetzt jede Menge Haushalt gemacht. Wollte direkt im Keller gehen, Wäsche aufhängen. Schaffe ich nicht. Ich muss mich erst beruhigen. Ich wollte auch nach Aldi gegangen sein, da gab es nämlich schöne Kinderkleidung im Angebot, da wollte ich was für Amelie holen. Ein paar Sachen fehlen noch bei Amelie, dann ist sie komplett ausgestattet. Muss ich nachher gucken, ob es das noch gibt. Muss ich eher losfahren, ich muss auch noch tanken. Wollte ich heute Morgen auch machen, muss ich heute Mittag machen. Und ich muss zur Post. Ich habe nämlich gestern ganz viel online gestellt, bei Kleinanzeigen und bei Vinted. Und habe auch schon was verkauft. Das muss ich zur Post bringen, genau. Das Paket wollte ich heute Morgen fertig machen und losschicken, aber jetzt habe ich noch nicht mehr das Paket fertig gemacht. Machen wir gleich alles. Ja. Ja. Hier in der Serviette ist der Rest drin. Ich konnte nicht das belegte Brötchen auf einmal essen, weil nach jedem Bissen hat sich der Magen gedreht, als wenn ich gerade Achterbahn gefahren wäre. Naja. Ich habe jetzt gerade geguckt, welchen Karton ich nehmen kann. Ich habe immer leere Kartons hier und auch unter der Treppe Karton im Karton hier drin, damit ich halt ja schauen kann, wie ich die Sachen versende. Und dann hebe ich immer alles auf, was ich kriegen kann. Da passt dann leider nicht rein. Dann muss der gleich so da rein. So, und dann stapel ich jetzt alles wieder rein. Ja, der kleine Karton ist es geworden. Da sind die Sachen drin und dann kann ich jetzt dann Aufkleber fertig machen und dann nachher wegbringen, hoffentlich. Genau. Jo. Aber hier sieht das so, ja, das ist alles halt verkauft, das ist alles unordentlich. Teil muss halt online gestellt werden, Teil ist dann halt schon online. Ja, und weil man immer wieder dran muss, sieht es halt so aus. Genau wie hier, die Sachen hier und das, das ist alles schon online. Muss ich halt immer wieder dran. Im Moment stelle ich halt so viel online, das ist schon online. Das in den beiden muss ich noch online stellen. Hier sind noch Sachen von Kevin, die ich wegräumen muss. Und mein Spuckeimer von heute Morgen.
Der ist leer. Da suche ich gerade noch die Anziehsachen raus, die ich verschenken will. Das bringe ich dann zum Sozialkauf raus. Und das muss ich alles online stellen. Ah nee, das ist online. So rum, das ist online. Genau, meine Güte. Ganz schön schwer. Ja. Ich habe gerade parallel angefangen, ein zweites Video zu drehen. Das geht dann, ja, so eine Videoreihe, eine neue, und das wird dann über mehrere Videos gehen und über mehrere Wochen, vielleicht auch dann Monate wahrscheinlich eher, genau. Ja, und mein Gott, die haben Cappuccino selber gemacht. Muss ich noch wegmachen. Ja, und hier kam eine Kooperationsanfrage an. Das schaue ich mir jetzt gleich an, wie die Qualität ist, und probiere das, und dann, ja, werdet ihr das eventuell bald sehen oder halt nicht sehen. Schauen wir mal. Und den Hühler muss ich auch, ich muss bald wieder hier nass reinigen, ne? Guck mal, das Weiße ist nicht mal weiß. Okay, und schon bin ich wieder hier in meiner Ecke. Ich habe was verkauft für 30 Euro. Naja, noch nicht ganz verkauft. Ich suche schon mal Karton raus. Den möchte ein Zahnfrachter, was der Versand kostet und halt, wann ich zur Post komme. Genau, und wollen per PayPal zahlen. Ja, jetzt habe ich geschrieben, dass ich heute bei der Post eh bin, weil ich ja das andere Paket wegbringe, dass ich das mitnehmen kann. Und ja, ich denke mal, dass die Person gleich mir schreiben wird, dass die es nehmen. Jetzt gucke ich nach einem passenden Karton. Der muss auf jeden Fall größer sein. Ist was Großes. Das wird alles zu klein sein. Der heute kam, der hat, glaube ich, die Größe. Den habe ich hier vorne hingetan, noch nicht klein gemacht. Wir haben 5:30 durch, die Kinder essen gerade Abendbrot, gerade aufgegessen, bin jetzt aufgestanden, um hochzugehen, und mein Gott, ich bin immer noch so kurzatmig. Um die Kinderzimmer zu machen. Es sind nur ein paar Stufen hier hoch. Naja, mir geht es schon viel besser, mir ist auch nicht mehr schlecht, ich habe Farbe. Alles gut. Ja, wegen Verkauf hat sich noch einer gemeldet für eine Weste. Die wollte so eine kaufen, hat sich da interessiert. Wollte das gerne in Bücherwarensendung haben, aber ich kriege die Weste nicht auf 5 cm runtergedrückt. Und dann auf die Größe vom Paket. Also wenn ich ein ganz großes Paket machen könnte, würde ich die Weste auf 5 cm runterdrücken können. Aber du darfst ja nicht einfach ein langes, großes Paket machen, sondern ja, halt bestimmte Maße, was es maximal haben darf. Kriege ich nicht. Kannst du Päckchen S haben oder gar nicht. Ja, und eine andere wollte jetzt ein Kleidungsset kaufen von mehreren Oberteilen und einer Hose. Da habe ich jetzt gerade geantwortet, was möglich ist mit Versenden, was sie sich aussucht. Genau. Mal gucken, ob das zustande kommt. Heute war ja ganz gut, haben wir 33,02 € gemacht. Warum so krumme Zahlen? Weil der Versand halt zum Beispiel 6,99 € kostet und die zahlen dann 7 € statt 6,99 € die meisten. Und dann hat man halt 1 Cent Gewinn. Noch. Gut für mich. Summiert sich bei der Menge. Ja, seitdem ich jetzt angefangen habe, habe ich jetzt knapp unter 100 €. Ein paar Cent fehlen noch, dann habe ich 100 € zusammen. Genau. Also war bis jetzt sehr erfolgreich. Es ist ja noch kein Monat rum und schon 100 € dafür. Ist gut. Regnet. Kevin geht zu Fuß. Ja, Kevin geht ja zum Trainer-Training immer zu Fuß. Da kann man halt nicht ganz so gut parken, weil es in der Innenstadt ist. Und die Parkplätze sind halt rar. Und dann kann er fast schon komplett laufen immer. Deshalb läuft er auch dann die ganze Strecke. Jo. Jetzt mache ich eben die Zimmerbett fertig und dann gehe ich wieder runter, gucke, was die Beute macht. Sammy habe ich euch gerade einmal gefilmt, der ist sehr schwach, er hat noch nicht gefressen, er hat sich gefreut, wo ich das Futter hingelegt habe, hat nur drum rumgeschnuppert, aber so richtig losgelegt nicht. Mal gucken, es waren jetzt Blumenkohlblätter. Die Blätter an sich sind ja dünn, die müsst ihr ja schaffen, aber Stiele glaube ich nicht, dass er es zumindest jetzt nicht schafft. Ich weiß nicht, wie es aussieht in ein paar Tagen. Mal gucken. Genau, ja. Die Kinderzimmer habe ich fertig. Und jetzt gehen wir wieder runter. Musste auch schon einmal kurz unterbrechen, weil Jimmy Wasser haben wollte und die Karaffe leer ist.
Und wieder zurück im Flur. Ich habe die eine Sache verkauft. Hatte sie ja vorhin getestet, welche Kartons passt. Und jetzt kann ich das fertig machen. Genau, mit Adresse und allen Pipapo und kann es morgen wegschicken. Ja, wieder was gehält. Diesmal 2 Euro. Genau, wieder 2 Euro mehr. Ja, dann haben wir die 100-Euro-Marke geknackt, ne? Jetzt ist die andere Seite vom Schrank mal offen. Ich habe gerade Müll runtergebracht, einmal Restmüll, einmal Biomüll. Tonne einmal ausgespült, die muss ich jetzt noch abtrocknen vom Biomüll. Hol hier gleich die Müllbeutel raus, mach die rein und mach das Küchenchaos weg, weil jetzt kann ich mich ja endlich wieder vernünftig bewegen. Hab gerade noch mit den Kindern gespielt und jetzt steht halt Haushalt an. Die Kinder haben gerade das ganze Spielzeug nach oben gebracht. Die ziehen sich jetzt um und machen sich Bett fertig und räumen noch ein bisschen im Kinderzimmer auf. Dann dürfen sie noch ein paar Minuten spielen. Dann geht's ins Bett. Also wir haben jetzt 13 Minuten vor 7, damit ihr das einfach mal so wisst. Das interessiert euch ja auch immer. Ja. Und hier, ich weiß nicht. Darf man zeigen? Und soll ich ja eigentlich nicht verschieben, ne? Ich drehe die Kamera. Ja, so sieht's gerade aus. Vom Abendbrot machen für die Kinder. Und ja, da liegt Müll, weil die Mülltonnen voll waren. Ich wollte sie heute Morgen wegtun, aber mir war ja schlecht, ging nicht. Brotdosen von den dreien stehen da. Muss ich noch alles wegräumen. Spülmaschine habe ich einfach schon mich raus bedient gehabt. Genau. Das haben wir gestern gespült. Das muss weggeräumt werden. Und so sieht es nun mal aus, ne? Wenn ich gleich alles eingeräumt habe und ausgeräumt habe, sieht es wieder besser aus. Hier hat Kevin gestern die Mini-Muffins gebacken, die ich im Hall gezeigt habe. Genau, hat er mit Amelie zusammen gemacht, während Jamie und ich spazieren waren. Okay, sieht schon besser aus. Aber so. Ich muss natürlich noch weiter Arbeitsflächen sauber machen. Also Leerräume sauber machen. Die sind nämlich abgewischt. Aber jetzt gehen wir erstmal hoch. Die Kinder ins Bett bringen. Die albern schon wieder rum. Wird auf jeden Fall Zeit. Hier steht noch ein Auto im Flur. Wegräumen. Buh. Super, schnell beim Zuckerster an. Sehr gut. Genau, auch an die Kiste, nicht nur ins Zimmer fahren, ne? Alles. Achso, falsche Zimmer. Jetzt hat er aufs Bett. Bop. Kinder schlafen. Bin gerade runtergekommen. Kevin ist noch in der Badewanne. Und er ist rausgekommen, mein kleiner Schatz. Und man sieht noch, er ist ganz fertig. Guck mal, wie die Augen verklebt sind. Ja. Infusion hatte er auch und alles. Der arme Kerl. Ich hoffe, er frisst vernünftig jetzt. Werden wir die Tage dann sehen. Wir gehen jetzt ins Bett. Kaninchen sind drin, haben noch mal ein Leckerchen bekommen. Er schafft sogar Leckerchen zu fressen, was gut ist. Lisa habe ich ja auch gefüttert noch mal draußen.
Ja, habe auch noch mal eine Sache bei Vintage verkauft. Das Paket mache ich aber morgen fertig. Genau. Ja. Dafür, dass es mir nicht gut ging, war es noch ein ganz erfolgreicher Tag eigentlich. Ich würde mich gerne von dem Video jetzt verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.